Karl Schlögl, Langzeitpolitiker von Purkersdorf, tritt nun mit Ende Oktober seinen Ruhestand an. Der Bürgermeister von Purkersdorf gab vor versammelter Presse seinen Weg in den Ruhestand bekannt. Ich habe mich nach langem Hin und Her entschieden, künftig komplett aus der Politik auszuscheiden und auch meine Position als Bürgermeister der Wiener Wahlstadt Purkersdorf zurückzulegen. Ich bin nun im 64. Lebensjahr. Ich bin mehr als 40 Jahre in der Politik gewesen. Ich war einige Jahre in der Spitzenpolitik in Österreich. Ich bin fast 27 Jahre Bürgermeister und 33 Jahre Gemeinderat dieser Stadt. Es gibt wenige Politiker in Österreich, die auf allen politischen Ebenen tätig gewesen sind. Ich war es auf Gemeindeebene, ich war es auf Landesebene als Landeshauptmann, Stellvertreter und Landesrat. Ich war Bundesrat, Nationalrat, Staatssekretär für den öffentlichen Dienst, für Europafragen und Sport und ich war mehr als 3 Jahre Innenminister der Republik Österreich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, all diese Funktionen auszuüben, dass ich gestaltend und verändernd wirken konnte und dass ich glaube auch in vielen Bereichen erfolgreich war. Sie sehen noch so jung aus. Warum wollen Sie in Pension? Weil ich für mich beschlossen habe, bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten und weil ich meinem Nachfolger die Möglichkeit geben möchte, sich zu bewähren. Ich war immer mit ganzem Herzen und viel Einsatz bei der Sache. Darum fällt mir dieser Schritt natürlich auch sehr schwer. Aber ich bin überzeugt davon, dass es für mich persönlich, für meine Familie, aber auch für die Entwicklung des Ortes ein guter Schritt ist. Sie hinterlassen große Schuhe in Purkersdorf. Gibt es jemanden oder Leute, die diese auch ausfüllen können? Das freut mich, wenn man Spuren hinterlässt, wenn die Spuren groß sind. Und ich bin überzeugt davon, dass ich gute Arbeit geleistet habe, aber jeder ist ersetzbar. Ich gehe heute in einer politischen Situation, wo in unserer Stadt das Miteinander im Vordergrund steht und nicht das Gegeneinander. Ich gehe in einer Situation, wo ich als Bürgermeister eine sehr unbestrittene Position habe und das macht mich eigentlich sehr, sehr glücklich. Ich werde mit 31. Oktober mein Amt als Bürgermeister zur Verfügung stellen. Am 6. November wird mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin gewählt werden. Die kommenden 2 Monate werde ich nützen, um die Stadt und die Aktivitäten in dieser Stadt ordnungsgemäß an meinen Nachfolger zu übergeben. Was wünschen Sie sich persönlich für Ihre private Zukunft? Ich wünsche mir einfach, dass das politische Leben in Purkersdorf weiter harmonisch weitergeht und dass ich in den nächsten Jahren anerkannt in Purkersdorf auch als Privatperson leben kann. Ich habe mir vorgenommen, ein interessierter politischer Beobachter zu sein, aber ich habe mir nicht vorgenommen, die Rolle eines Berufskritikers zu übernehmen. Ich werde politisch an der Arbeit interessiert sein, werde die politische Arbeit sehr vermissen, aber freue mich schon auf meinen neuen Lebensabschnitt. Danke vielmals.